391 tritt erstmals der Westgote Alarich auf. In dieser Zeit waren die Westgoten so stark von den Hunnen bedrängt, dass sie ihr Siedlungsgebiet in Thrakien verließen und plündernd durch den Balkan zogen. In den folgenden Jahrzehnten kam es daher zu zahlreichen Auseinandersetzungen. In dieser Zeit dehnten die Hunnen ihre Herrschaft noch weiter Richtung Westen aus. Das führte nun zu neuen zusätzlichen Völkerbewegungen. Nun stand die gesamte Nordgrenze des Römischen Reiches bis hin zum Rhein und nach Britannien unter Druck. Zusätzlich erhöhte sich noch der Druck auf die Völker in Südosteuropa unter dem Hunnen Uldin entscheidend. Die Westgoten unter Alarich wichen 401 schließlich vom Balkan Richtung Italien aus. Schon vorher, 395, waren die Markomannen nach Pannonien vorgedrungen. Ebenfalls 401 kamen die Vandalen in die Gebiete südlich der Donau. 405 erfolgte eine neuerliche Italien-Expedition der Westgoten. Immer mehr Menschen flüchteten nun vor dem Hunnen aus dem Barbarikum ins Reich. Sie bedrohten zuerst Pannonien und dann Noricum und schließlich Italien. 406 kommt es bei Fiesole, Fiesole heute bei Florenz, zu einer entscheidenden Schlacht, bei der der Feldherr Stilicho siegte. Jeder dritte Gote sollte dabei ums Leben gekommen sein. Entscheidend in dieser Schlacht waren Reiterverbände, die vom Hunnenherrscher Uldin zur Verfügung gestellt wurden. Für die Römer vertraten in dieser Situation die Hunnen das Interesse des Reiches. Beide, Hunnen und Römer, hatten kein Interesse an umherziehenden Kriegsscharen. In Italien gab es große Erfolge, die besiegten Barbaren wurden versklavt. Es waren so viele, dass der Sklavenmarkt in Italien zusammenbrach. In Gallien entwickelte sich eine andere Situation. Hier drangen nun Vandalen, Alanen und Sueben vor. Die Lage in Pannonien blieb noch entspannt. Dort konnten dann die Hunnen auch schnell Fuß fassen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass im Süden der Region, im Süden von Pannonien, die Kaiserresidenz in Sirmium liegt. Die Hunnen waren um 395 herum also überaus aktiv. Außerhalb Europas war das Sassanidische Reich von einer Invasion betroffen, da die Hunnen doch den Kaukasus überwinden konnten. Sie drangen bis Kleinasien, Syrien, ja sogar Mesopotamien vor. Kurz vor der Residenzstadt Ktesiphon in der Nähe von Bagdad wurden die Hunnen schlussendlich gestellt und geschlagen. Sie zogen sich unter Verlust eines großen Teils ihrer Beute zurück hinter den Kaukasus. Dieses Vordringen in den Süden war nur möglich, weil die hunnische Macht nördlich des Schwarzen Meeres und an der Donau gefestigt war.